Danke für die Offenheit und herzlich willkommen bei uns. Es ist Juli war die Geburt Ihres ersten Kindes. Genau. Und dann haben Sie natürlich frohgemut im November wieder angefangen zu drehen für RTL, für Nachtschwestern, genau. Neue Serie. Und jetzt vor 2 Wochen haben Sie erfahren, oh, da kommt noch was. Jetzt werden die Drehbücher umgeschrieben. Muss das Baby jetzt rein in die Serie? Oder? Nein, ich war tatsächlich beim Piloten auch schon hochschwanger. Und da haben wir den Bauch immer rausgehalten. Ach. Das Kostüm und die Regisseurin hatten sich schon ein bisschen gewundert, dass der After-Baby-Bauch einfach nicht weggeht. Aber ich, wir haben es dann eben mit lockeren Sachen gelöst. Und gibt dann viele Nahaufnahmen. Genau. Viel Gesicht. Ja. Und vielleicht mal ein Body-Double. So. Das noch nicht. Noch nicht. Aber es ist schon verrückt. Das ist ja eine recht neue Nachricht. Sie sind, darf ich fragen, in der wievielten Woche der Schwangerschaft? In der 20. 20. Woche, wissen das aber erst seit 2 Wochen. Sie guckt zur Seite, weil da sitzt Dr. Meyer Wilmes, Ihr Gynäkologe. Sie haben die Situation vor 2 Wochen ja gerade beschrieben, als er anfängt zu grinsen. Sie haben selber gar nicht auf den Monitor geguckt. Sie hat am Handy gedaddelt. Macht sie das immer? Ich meine, oder verletzt das jetzt die ärztliche Schweige? Kann passieren. Ich habe viel zu tun, aber... Okay, gut, so beim Ultraschall ein bisschen Social Media machen und er guckt und sieht schon, was los ist und grinst. Passiert das häufig? Da ich das Gefühl hatte, dass die Patientin sich sehr freut, kann ich umso mehr strahlen, weil es auch für den behandelnden Arzt ein sehr schönes Gefühl ist, wenn jemand sich auf unverhoffte Mutterfreuden richtig freuen kann. Ist das denn tatsächlich ein häufiger Fall, dass jemand sagt irgendwie, oh hier, der After-Baby-Bauch geht nicht weg und ist dann tatsächlich schwanger oder ist das eine Ausnahme? Also, häufig ist es nicht. Es ist schon eine relativ seltene Geschichte. Es ist aber kein Wunder. Hm. Für Wunder sind andere zuständig. Es ist medizinisch ganz gut zu erklären. Durch die Situation, die nach der Entbindung entsteht, verschiebt sich der Hormonhaushalt von Hormonen, die in der Schwangerschaft wichtig sind, zu Hormonen, die für die Stillzeit wichtig sind und für die Zeit danach. Und vor allen Dingen werden unter anderem 2 Hormone gebildet, in der Hypophyse, das ist Oxytocin und Prolaktin. Prolaktin ist für die Stillbildung und für die Milchbildung extrem wichtig. Und je nachdem, wie intensiv eine Patientin stillt, umso deutlicher hält sie den Eisprung, findet dann nicht statt. Also dieses Prolaktin ist wie so eine Art Dämpfer für den Eisprung. Prolaktin. Solange man stillt, ist viel Prolaktin im Körper. Solange viel Prolaktin im Körper ist, umso später geht das wieder los mit dem Zyklus. Prolaktin ist ein Dämpfer für andere Hormone, die man unbedingt braucht, um schwanger zu werden. Das sind Hormone, die den Eisprung stimulieren sollen. Mhm. Diese Hormone können nicht mit dem Prolaktin gleichzeitig hoch sein. Stillt man regelmäßig, und das ist jetzt die entscheidende Geschichte, stillt man regelmäßig stillen oder vollstillen, wie auch gesagt wird, sollte man mindestens alle 4 bis 5 Stunden das Baby anlegen, übrigens auch nachts. Ist aber auch keine Vollkasko-Lösung, also wo man totale Sicherheit hat, oder? Wenn Sie es richtig tun und wenn Sie nicht zufüttern, sondern in der Literatur eindeutig beschrieben, wenn man vollstillt, wenn man allerdings auch nachts anlegt, wenn man nicht zufüttert, dann liegt nach den neuesten Statistiken die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, bei 1%. Oh. Das ist durchaus. Ich muss mal kurz fragen, Frau Kleiner, Sie wussten das alles und haben sich deswegen so sicher gefühlt nach der Geburt? Nein, ich habe mich nicht sicher gefühlt. Wir haben einfach bewusst nicht verhütet. Wir wussten schon, dass es passieren kann, aber wir haben nicht gedacht, dass es wirklich passiert. Weil man es eben auch so selten hört, dass es dann so schnell geht. Und Sie haben ja, Frau Scheinrad-Linger, gerade im Film gesagt, ich wusste gar nicht genau, wie das geht so direkt. Das heißt, diesen Vortrag haben Sie auch gerade zum ersten Mal gehört mit dem Prolaktin und dem Stillen und so? Also das habe ich vorher nicht gehört. ich habe tatsächlich bis Oktober, also im Juli kam Elia und bis Oktober habe ich gestillt. Und ich dachte, in der Zeit bin ich auch einfach safe. Was eben nicht so ist. Sie hatten, ich darf so indiskret fragen, ja auch noch keine Regelblutung. Nein. Also, aber auch das ist kein sicheres Zeichen? Nein, überhaupt nicht. Es ist so, wie man wissen sollte, vor der Blutung findet normalerweise der Eisprung statt. Ungefähr 14 Tage, bevor die Regelblutung kommt. Dieses wird oft so ein bisschen vergessen, weil natürlich, dass man den ersten Eisprung gleich schafft, um schwanger zu werden, ist nicht sehr häufig, aber möglich. Mhm.
Und insofern sind die hier beschriebenen Fälle nicht so ganz selten, weil durchaus Frauen kommen und mir auch immer erklären, ich hatte gar keine Regel und bin schwanger geworden. Und dann sage ich, hoffentlich auch immer freudig, sage ich, das ist normal. Beide Frauen haben ja gesagt, es ist natürlich ein Schock, weil man gar nicht darauf vorbereitet ist. In ihrem Fall, sie sind mit einem Profifußballer verheiratet. Ich glaube, wirtschaftlich muss man da sich jetzt keine Gedanken machen. Aber bei Frau Kleiner war natürlich auch das ein Thema. Können wir das finanziell stemmen? Können wir es logistisch organisieren mit zwei Kindern? Gab es daneben aber vielleicht auch die Sorge, kann ich ein zweites Kind noch genauso lieben, auf das ich nicht vorbereitet war? Hatten Sie diesen Gedanken auch mal? Den Gedanken hatte ich natürlich von Anfang an. Ich konnte es mir nicht vorstellen, wie ich zwei Kinder lieben soll. Und dadurch ist auch das Bindungsproblem entstanden, denke ich mal. Es wurde mit der Zeit besser. Nach der Geburt war es auch noch schwierig. Aber mittlerweile ist alles gut gegangen. Alles super. Hatten Sie das Gefühl, öfter blöde Blicke oder Fragen ertragen zu müssen? Weil die Leute vielleicht insgeheim sagen, ja meine Güte, wird die so schnell wieder schwanger, ist sie denn nicht geschafft? Also in der ersten Schwangerschaft hatte ich nicht so einen großen Bauch wie in der zweiten Schwangerschaft. Ich konnte es immer ganz gut retuschieren. Ich war nicht gerne schwanger, ich wollte nicht, dass man das so sieht. Ich habe es immer versucht, mit Klamotten zu verstecken. Mhm. Aber mittlerweile, wenn ich mit den Kindern draußen bin, ich werde angesprochen, sind es Zwillinge, ich kriege keine blöden Blicke, einfach positive Sprüche dazu. Wie ist es bei Sie sind ja ganz offensiv auch damit jetzt in die Medien gegangen. Ich bin halt so schnell wieder schwanger geworden. Ist es ein Stigma? Reagieren viele Leute blöde, vorurteilsbeladen, sagen? Nein, also ich habe das Gefühl, die Leute sind viel netter als vorher, wenn man schwanger ist. Also man wird total nett behandelt und jeder versucht einem irgendwie zu helfen oder zu unterstützen. Und das Gefühl habe ich jetzt gar nicht. Also ich fühle mich sehr wohl in meiner zweiten Schwangerschaft. In der ersten war ich sehr ängstlich. Mhm. Aber jetzt freue ich mich einfach wahnsinnig drauf und es ist ein wunderschönes Gefühl, Leben in sich zu tragen. Und diesen Gedanken, habe ich ein genügend großes Herz noch für ein zweites Kind, mit dem ich gar nicht so geplant habe? Die Frage stelle ich also mir gar nicht. Also ich, da ist genug Liebe für viele. Und das zeigt ja auch Ihre Erfahrung. Wir müssen noch einen Satz sagen, Dr. Meyer-Wilmes, über die Risiken. Wir haben eben gehört, also eigentlich nach dem Kaiserschnitt raten die Ärzte sowieso erstmal ein Jahr zur Zurückhaltung. Aber auch ansonsten können so eine schnelle Schwangerschaft ein Risiko sein für die Geburt. Ist das so? Es gibt Risiken. Entschuldigung. Dazu muss ich sagen, ich hatte gar keinen Kaiserschnitt. Also, das wurde hier und da behauptet? Genau. Nee, also natürliche Geburt. Ich hatte eine natürliche Geburt, also deswegen muss man da auch keine Angst haben, glaube ich. Hatte ich auch nicht auf Sie bezogen, okay. Aber es war ja eine Frau vorhin im Film, die gesagt hatte, ich wusste das gar nicht, dass ich so schnell nicht wieder schwanger werden soll nach dem Kaiserschnitt. Das ist wirklich zu beachten. Also es gibt, es ist überhaupt keine Frage, bei Zustand nach Kaiserschnitt wird empfohlen, wenigstens 12 Monate nicht wieder schwanger zu werden, um dem Heilungsprozess der Kaiserschnittnarbe mehr Raum zu geben. Es gibt Statistiken und ich bitte immer bei Dingen, die eigentlich was sehr Schönes sind, sich nicht nur Statistiken zu bemühen, dass die Frühgeburtlichkeit bei Frauen, die innerhalb so kurzer Zeit wieder schwanger waren, etwas höher ist. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich aus der Praxis, mit diesen Risiken können wir gut leben. Wir wissen das, wir können darauf achten. Wir müssen darauf achten, dass nicht vorzeitige Wehen auftreten. Wir können darauf achten, wie können die Frauen sie schonen, was in Frau Schahins Fall manchmal etwas schwierig ist, aber sie dieses Mal wunderbar macht. Es klang wie eine Rüge und dann war es doch ein Lob. Aber insofern glaube ich, mit dem richtigen Umfeld, mit der richtigen Begleitung, mit der positiven Einstellung der Frauen. Keine Panik, keine Unruhe. Wir haben auch noch mal auf stern.tv.de Infos, wie reagiert der weibliche Körper nach der Geburt. Und da beantworten wir manche Frage, die jetzt vielleicht noch offen geblieben ist. Ich möchte mich bedanken für die Offenheit und dass Sie davon erzählt haben, weil das, glaube ich, auch vielen Frauen und Familien, muss man ja sagen, die Männer gehören da ja dazu, in einer ähnlichen Situation auch ein bisschen die Sorge nimmt. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Ihre Familien, Frau Kleiner, Frau Schein-Radlinger. Und danke, Dr. Meyer-Wilmes.